Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Consul. Wir sind hier noch ein bisschen in dem Geheimversteck von Mortimer und durchsuchen das noch etwas. A table of alchemical elements. So, Lord Mortimer also studies alchemy? It seems like he's interested in everything. Mein werter Freund, es verläuft alles so, wie wir geplant haben. Der Connage-Akt wurde verabschiedet und ihr Projekt, die erste Bank Amerikas zu eröffnen, dürfte sich nicht verzögern. Sie wird vermutlich Union Bank heißen. Der Baubeginn des Weißen Hauses ist im Übrigen weiterhin für Oktober geplant. Ich werde keine Verzögerung hinnehmen. Vertrauen Sie mir in der Hoffnung auf ein baldigen Wiedersehen. Thomas Jefferson, Außenminister. Den kenne ich sogar. Also nicht persönlich, aber na, den kenne ich. Am I seeing things, or is that an actual von Leeuwenhoek microscope? Incredible. Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the Order, it took us ages to get one of those. Ja, Wissenschaft ist nicht seine, also ist dagegen sehr immun, weil er sich damit beschäftigt. Das habe ich jetzt schon verstanden. Das ist Start, das ist Start, das ist Start, das ist Start, da. Oder, nee, da haben wir nichts mehr. Wir haben hier noch. Three rusty old nails. They're about 20 centimeters long. Some goat skulls, chicken legs. Now we all know what that's for. I'm a little surprised at Mortimer. And it seems as the type to be organizing little pagan parties, invoking occult powers, and dancing naked under the full moon. I'm more used to seeing cheap charms like this sold by charlatans in Pré Saint-Gervais. Look, a pack of tarot cards. Has he been reading the cards? Mortimer? That would surprise me. Ich kann es leider nicht lesen. Lord Mortimer, der Tiger liegt im Sterben. Auf Ihre Bitte hin habe ich Travancore angegriffen und höchstpersönlich so viele Engländer wie möglich die Kehle aufgeschlitzt, allerdings ohne französische Hilfe. Ich kann den Feind nicht mehr länger aufhalten. Die Zahl meiner Truppen nimmt trotz ihrer neuen Raketen zu schnell ab. Helfen Sie uns, Tipu Sahib, Sultan von Miso. Er hat ja seine Finger überall drin, ne? So, ich habe hier alles gefunden. Finde deine Mutter, heißt es jetzt. Ja, das ist abgeschlossen, da kommen wir nicht hin. Dann wollen wir jetzt raus. Oh shit. How am I gonna get out of here now? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir uns das nochmal an. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Über das Schloss, über den gesamten Mechanismus nachdenken. The mechanism passes through the wall. The wheels are the same on both sides. Chances are the combination I used on the other side works on this side too. It looks too easy. It could be a trap. It looks like the same as the one on the other side. Aber wenn da die 9 gemacht ist, ne? Dann ist es nur, dann kann das doch nur andersrum sein, oder? Also wenn da, wenn ich jetzt hier die 9 habe. Ich hatte hier die 9. Dann ist da hinten. Müsste das die 1 sein. So, dann haben wir hier die... Und hier dann die 1. Nee. Verstricke ich mich da jetzt gerade? Ich muss mal überlegen. Pass auf. Wieso kann ich den denn jetzt hier nicht... Ja. Da war es die 9. Dann ist es hier die 9.
Und dann was, ist es hier auch eine 9, weil ich hier 1-1 gewählt habe. Scheiße, ich bin vorbei. Ach, schon wieder. 6. Oh, es ist eine 6 hier. Sieben, acht, neun. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das müsste jetzt so sein. Ich glaube. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Ich weiß, komm. Oh Gott! Whoa! If the grid closes a bit more every time I enter a wrong date, I'd better not mess up again. It doesn't seem to be working. Fuck! Aber wenn das doch, wenn die 1, wenn doch da die 9 war und da die 1. Ich hatte eine 19. Dann ist das jetzt auf der anderen Seite hier die 9. Nein, kann ja gar nicht. Weil da oben ja schon die 0 ist. Doch, kann. Das ist jetzt, da ist jetzt 19 und das ist jetzt auf der anderen Seite, müsste da jetzt 19 stehen in der Mitte und dann auf der anderen Seite 1-1. Und dann mache ich jetzt halt das. Ich gehe da lieber nicht rein. Das sieht so abgehakt aus. Ich weiß nicht. Oder? Ich kann auch gar nicht rein. So, jetzt habe ich hier 1-1. Jetzt müsste es genauso sein wie da auch. Das ist ja auch die 19. Aber die ist ja jetzt hier auf dem Kopf, ne? Zählt das denn, wenn es so ist? Das ist jetzt zwar die 6, aber die ist jetzt wie auf dem Kopf. Es ist jetzt wie eine 9. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Fuck, nein! Fuck. Jetzt sitze ich fest. Wheels are stuck. Shit. I'm cornered like a rat. Oh no. Someone's coming. Versteck dich. Please don't let it be Mortimer. Who is it? Deliberately avoiding me. 4 years ago I was his favorite, but nowadays I have to ask for an audience with his lordship. Damn it! It's Peru. I don't know if I should, but... Well, that's it. I've had enough of being humiliated. I'm wasting my time here. After everything I've done on his behalf, he dares treat me like a lackey? I've bled the Parisian elite for the sake of his whims, and what have I got to show for it? He doesn't even have the courtesy to give me 5 minutes of his time. I wanted to put my mind at ease. Well, that's done. I know what I've got to do now. I must find my mother. So much for discretion. Monsieur Peru, it's me. What the devil is going on? I need your help.
Where are you, Derice? Behind the painting. Open it, please. I've shut myself in. There's a pedal under Lord Mortimer's desk. Can you see it? There's no... Hang on. Yes. Good. Now press it. Yeah, yeah. Done. You should see something resembling a frame with numbers. Yes? You have to turn them to set the combination. Eins, neunzehn, eins. 1191. Jetzt habe ich ein Geheimnis mit ihm. Well, well, well. Poking our nose into Mortimer's little secrets, are we? You do surprise me. It's not what you're thinking. I'll explain everything. No, you will not, sir. It has nothing to do with me, and by the way, I never even saw you. So, I'll be on my way now. Thanks again. I'm indebted to you. I won't forget this. Yeah. Goodbye. I've wasted enough time. I better get moving if I want to find my mother. Finde einen Weg nach... Achso. Ja, hier garantiert nicht, ne? Doch hier. Die Figur vielleicht? Nö. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal raus hier. Ah, ja. Ich habe den Vogel vergiftet. Episode 2, sechster Albtraum. Erfolgreich. Ich habe Manuel Godoy getroffen. Ich habe einige Informationen aus von Wollner herausbekommen. Ich habe den Albtraum gefunden, den Mutter erwähnt hat. Ich habe Waldo kennengelernt. Ich habe einen Weg gefunden, in Mortimer's geheimes Arbeitszimmer zu gelangen. Ich habe eine seltsame Unterhaltung mit Jacques Peru. Und ohne Erfolg, ich habe mich in Mortimer's geheimen Arbeitszimmer eingeschlossen und ich habe Waldo den Vogel in Mortimer's Arbeitszimmer vergiftet. Oh Gott. Das werde ich nie vergessen. Ach, so kurz vor der 8, ey. Okay, wir können wieder ein bisschen hochstufeln. Ich bin jetzt für Okkultismus eigentlich. Das ist Okkultismus, ne? Ist ja doch ganz wichtig. Aber ich nehme jetzt erstmal hier die Wissenschaft ein. Dann nehme ich Okkultismus ein. Dann nehme ich noch einen bei Politik und einen hierbei. So. Bestätigen. Und was lesen wir jetzt? Die beiden habe ich gelesen hier. Jetzt muss ich noch die hier lesen. Ich kann drei lesen. Dann nehme ich eins, zwei und drei. Und fertig. This note is about a meeting with Lord Mortimer. There's no doubt about it. All right, I need to find out where the sword that came with it's from in order to find Mother. You're joking, I hope. Don't tell me you've done that. Really? How do you expect me to guess? Well, for God's sake, just ask them. We must absolutely inform Sir Gregory. How long has he been trying to collect all the spears? I must have brought him the first one, 20-odd years ago. Do you know if he has managed to get the original? Well, in any case, he's got all the ones we had at the Vatican. He made me replace them with copies. But I don't understand your reaction. I'm sure it is nothing serious. I can see very well you do not understand. You have done nothing less than sign our death warrants, and still you don't understand. Someone is listening. What? Monsieur de Richet, why not join us rather than find yourself eavesdropping? I didn't want to interrupt you. I'm sorry. Of course you did.
president. So, my son, what can we do for you? Das Steinschwert erwähnen. I was wondering if you might have seen an object like this, here, at the manor. What are you playing at, Teriche? I'm afraid I can't help you, my son. Ask someone who knows the manor better than I do. One of the servants, for example. One of them is bound to help you. Thank you for your advice, Your Eminence. Unterhaltung einmischen? I didn't mean to spy on you, but you caught my attention. Es schien wichtig zu sein, sie beruhigen, vorgeben zu es zu wissen. Vorgeben es zu wissen. You brought spears as well then? What? Did Mortimer ask you to bring him holy spears too? Yes, but I thought I was the only one. How many of them have you brought then? 18 in all. Any relic even remotely to do with them, in fact. 18 spears? How many of them exist in all? No one knows. Especially as there is only one authentic one, of course. That all adds to the mystery, don't you think? Well, please leave us, monsieur. His Eminence and I wish to finish our discussion alone. Na gut, aber jetzt ist das ein bisschen abgeschwächt. Jetzt denken sie nicht gleich, dass ich so belausche. So, in die Zimmer kann ich nicht. Ich denke, ich werde jetzt einfach nach unten tacken. Oh, da ist ja ein Diener. Perfekt. I am sorry, sir, but the conference room is under preparation and is consequently inaccessible to guests. Could you perhaps help me? What can I do for you, sir? Where did this sword come from? From the garden, sir. That sword belongs to one of the statues in the garden. Thank you very much. Don't mention it, sir. Garten! The sword probably came from this garden, but what could it have been used for? Was haben wir denn hier? Nichts, okay. Ich dachte. Aber da. Ach, guck mal, Peru. You again? God damn it, are you following me? Wouldn't dream of it, sir. What brings you here? Ich versuche mich jetzt ganz aufzuhören. Ich suche nach meiner Mutter. Ich bin zu vorbeikommen. Kann ich ihm vertrauen? I tell you what I'm looking for, Monsieur Peru. Will you promise to keep it to yourself? Hell no. And anybody who gives you a promise like that is an unmitigated liar. Trust no one, Monsieur Deriche, or you'll soon be a dead man. I bid you good luck. You'll need it. Hey, jetzt wollte ich deine Schwäche ausnutzen und du gehst einfach. Was für ein Aschi. Was für ein Aschi. Oh Gott, das ist ein Labyrinth. Ich hasse Labyrinthe. Oh, ich hasse sie. Also es wirkt wie ein Labyrinth. Ah, hier kann ich auch rein. Man kann jetzt hier überall rein und raus. Okay, schön. Warte mal, Statuen. Nee, die. Ariadne. In Greek mythology, she helped Theseus get through the labyrinth. Hmm. Looks like there's a crack in the region of the heart. Mhm. Erstmal die Bruchstelle betrachten. Let's see. A crack as long as my finger. Unheimlich. What's going to happen if I've got it wrong? Aber ich möchte gerne noch wissen, was Tafel übersetzt. I guide the sword that will kill the monster. An Lektion erinnern. If I recall the Iliad, Ariadne is none other than the daughter of Minos and Pasiphae. She was in love with Theseus and helped him in his quest to kill the Minotaur in return for a promise of marriage if he defeated the monster. She gave him a reel of thread so that he could find his way back through the labyrinth, which was famous for being unsolvable. But once the beast was slain, the gallant was quick to abandon her on an island. Turns out heroes are not what they once were.
try something else. Ich zieh's mal lieber nochmal raus und versuche erstmal nochmal zu finden. So, warte mal. Wir können jetzt ja der Spur jetzt hier folgen. Oder jetzt halt komplett blind hier durchlatschen. Vielleicht finden wir ja hier noch was. Seht ihr? Wir haben hier noch zwei weitere Stadt, aber ich folge der Dingens erstmal hier. Der Spur. Here's the famous Arianna's thread, thanks to which, if I remember rightly, Theseus avoided getting lost in the labyrinth. Aber dem folgen wir jetzt. Dem kann ich gar nicht folgen. Byzant from the Byzantine Empire, a coin often used during the St. Louis era. Aber wen haben wir hier? Daedalus. He's the architect of the labyrinth. And if I'm not mistaken, he's also the father of Icarus. I am the architect of my own demise. Hm. Hey, there's a crack in this statue too. The crack is thin and about as long as a finger. Okay, weiter geht's. Da komme ich nicht durch. Hier sind so viele Figuren. Theseus, son of Aegeus. He's the one who slayed the Minotaur. Mhm. Wrongly positioned. I am the blind hero. Hm. I wasn't expecting an inscription like that. I seem to recall he took the decision to confront the Minotaur. He killed the beast, but if it weren't for Ariadne's help, he would have been trapped in that labyrinth forever. In short, yet another hero who wasn't the sharpest knife in the drawer. Okay, I'm probably being a bit harsh. I mean, we do owe him the foundations of Athens. In other words, the Republic. Render therefore unto Caesar what is Caesar's. Hmm. Looks like a crack has been made on his torso. It's as long as a finger. I'd say between 6 and 8 centimeters. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Wen haben wir hier? Minos. Ah, Minos. Son of Zeus in Europa. If I remember correctly, he was the king of Crete. Married to Pasiphae, he had many children, including the famous Ariadne, whom history remembers for her thread. Hey. There's a crack in that statue. His gesture sealed his fate. Ich glaube nicht, dass er das ist. Asterion. It is rare to see him like this. In general, he's represented with the head of a bull, with the features of the Minotaur. The famous son of Minos and Pasiphae. I am the cursed child. Asterion was the son of Pasiphae and Minos, or rather the result of a curse put on Minos. Minos was punished for betraying Poseidon. Of course, as strangely it often happens, it wasn't he who was punished, it was his wife. She had to mate with a bull, no less. From that union, Asterion was born. Who everyone knows as the famous Minotaur. Rejected by Minos, he was shut up in the labyrinth so he could never leave. And, as if that wasn't bad enough, he died by the hand of a hero desperate to restore his reputation. Technically, Asterion is the victim of the story because he's described as a child cast out from birth. Born from an extramarital union because of the errors of his father,
He was treated as an outcast all his life. And he died as innocently as he was born. A tragic story, as the Greeks knew how to do so well. This statue has a crack in it. Right. We'll soon see. Machen wir einfach mal. Es ist nichts passiert, ne? Es ist nichts passiert, oder? Asterion. Dann ziehen wir das Schwert mal wieder raus. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ich habe hier noch jemanden. Icarus. Icarus, oh. Son of Daedalus and Nocrate. Impossible to mistake him with those wings. After flying too close to the sun, they came unstuck and he fell to his death. Pity. I am the innocent one, sacrificed for the sins of the father. Hier ist etwas anders. Ah! Ich kann's nicht an die Sage erinnern. Well, let's keep going. Ah, fuck. Oh. Jawolle! Icarus. Vielleicht jetzt? The son of Daedalus and Nocrate. Impossible to mistake him with those wings. After flying too close to the sun, they came unstuck and he fell to his death. Pity. Hey, there's no crack here. Toll, das well, war's. Let's keep going. Ja. Oh, wie komme ich denn hier rein jetzt? Nee. Da hinten irgendwie. Hier? Hier. Hier ist so eine Figur. I wonder what this kiosk is doing in the middle of the garden. Too cramped to be able to do much. Well, there must be something going on there. Es geht da nach unten, da öffnet sich eine Treppe. Oh, da öffnet sich bestimmt eine Treppe. Wen haben wir denn hier? Pasiphae, daughter of Perseus and sister of Circe. She married Minos and became the queen of Crete. Statue untersuchen. She has no cracks. Tafel. Deliverance alone suffices not to wash away my humiliation. Ja, Rettung allein kann meine Schmach nicht abwaschen. All right, well, let's continue anyways. Ich würde ja sagen, entweder es können ja nur wenige dafür verantwortlich, also gemeint sein, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist Adriane, diese Perle da. Weil sie wurde eigentlich verraten. Sie hat ja ihm da dieses Teil hier gegeben, damit er aus dem Labyrinth verschwindet und er sie mitnimmt. Das hat er aber nicht getan, er hat sie zurückgelassen. Und ich würde sagen, als Verrat zählt dieses halt, dieses Schwert. Let's see. In der Brust. So, und jetzt würde ich halt zurückgehen. Ach. So, jetzt muss man wahrscheinlich seine Hand da drauf legen. Oh, hier ist auch noch was. Tafel lesen. It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities. What is that? It's like a sort of opening mechanism.
meinen Mechanismus untersuchen? Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Oh, fuck. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Den mich analysieren. Schon und. Okay, ich muss erstmal gucken. Ich verabschiede mich jetzt erstmal bei euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.